Hallo und somit herzlich willkommen bei Mini Metro. Heute spielen wir die tägliche Herausforderung und hier geht es um Berlin im Extremmodus. 1627 Punkte scheint es wohl zu schlagen. Von daher, let's go! Wie ich mich ja bisher kenne, bin ich bei Mini-Metro nicht so gut dabei wie bei Mini-Motorways. Aber werden wir ja dieses Mal wohl sehen. Okay, keinen Tunnel zum Anfang. Schon mal schlecht. Dann würde ich das Ganze so machen. Nee, das wäre scheiße. Vielleicht mit dunkelgrün. Nee, geht ja nicht. Ich habe ja keinen Tunnel. Oh. Gut, dann lassen wir das kurz mal etwas laufen, bis die erste Woche vorbei ist. Und dann schauen wir gleich mal, welches Upgrade wir bekommen. Tunnel wäre sehr gut. Und hier haben wir ja schon ein bisschen Problem. Wenn die Dreiecke vom Kreis... Ja, nee. Doof. Könnten wir natürlich so machen. Und bei der grünen Linie vielleicht noch einen zweiten Wagen dazu nehmen. Weil grün hat etwas zu kämpfen. Jetzt schon. Ja, weil grün nicht alle Leute mitnehmen kann. Deshalb machen wir das mal so. Schwierige Sache. Eine weitere Linie oder ein Waggon. Ich würde jetzt eher fast einen weiteren Waggon nehmen. Und vielleicht bei der grünen Linie jetzt müssen wir mal kurz etwas schauen. Wo, dass wir hier ein Problem bekommen werden. Oh shit. Das ist ja das Level, wo man hier... Bei Extrem kann man ja... Nice. Ernsthaft. Ist beides scheiße. Von daher lieber so. Errungenschaft freigeschaltet. Monatskarte. Und dann bekommt Rot jetzt noch
einen zweiten Zug mit einem Waggon. Okay. Das wird langsam, hier hat es schon einen Timer. Nice. Kann ja nur gut werden. Wieso hat er jetzt hier niemanden mitgenommen? What the hell? Erstmal hierhin alle mitnehmen und dann hier, oder was? Wo bleibt hier der Sinn? Rot ist ein Problem. Ja, Tunnel bringt mir jetzt auch nichts mehr. Okay, doch ein Tunnel hätte was gebracht vielleicht. Nee, nur in Verbindung mit einer neuen Linie. Okay, das ist doof. Sieht jetzt schon richtig scheiße aus. Wird nicht gut rauskommen. Die können wir gar nicht bedienen, die Haltestelle. Nice. We are fucked. Das war wohl ein kurzes Spiel. Okay, wait a second. Hier gibt's Kreuze, die zum Kreuz wollen. Die müssen hier umsteigen. Kreuz, Kreis, Dreieck. Maybe. Bringt das hier vielleicht etwas? Aber wir haben hier keinen Zug. Und wir können die Züge nicht umsetzen. Ja, das wird nicht gut rauskommen. Und eigentlich kann man es nur beschleunigen. Weil entweder wird es so auf ein Game Over auslaufen. Oder langsam. Ja, diese Haltestelle hier drüben ist ein Problem. Ja, auch die hier. Bringt absolut nichts. Hier kommen wir nicht drüber. Ich glaube, diese Haltestelle hier ist unser Tod. Weil ich den Tunnel nicht genommen habe. Sieht so aus. Ja. Zwei Tage. Das war's schon. Wow. Okay. Extremmodus ist offensichtlich für mich noch etwas zu schwierig. Ende. Wegen Überlastung dieser Station. Wir hatten keinen Tunnel dafür. Musste der Betrieb eingestellt werden. 456 Fahrgäste fuhren mit deiner Metro innerhalb von 26 Tagen. Ja, nice. Irgendwie etwas lächerlich. Aber gut. Lass ich das mal so stehen. Das war ein kurzes Ende. Fast nicht mal 10 Minuten hat es gedauert. Oh Mann, oh Mann. Was passiert, wenn ich hier drauf klicke? Ah. Kann man seine Niederlage noch anschauen? Schön. Dann würde mich jetzt hier interessieren. Obere 25%. Doch, trotzdem. Okay. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. What? 43.000 Punkte. Holy
Shit. Und heute waren es gerade mal 1600 Punkte. Okay. Das wird wohl etwas heißen. Ja, und damit würde ich sagen, Berlin, eine Tragödie für sich, hat mir nicht wirklich Glück gebracht. Und somit ist das schon das Ende dieser Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder bei Minimetro. Tschüss.